So, und da sind wir auch schon wieder bei Galador, der Fluch des Prinzen. Ja, letztes Mal waren wir ja soweit, dass wir hier wieder in die Stadt gekommen sind, nachdem wir die Drachenschuppe gefunden haben. Und da hat der Alchemist doch den Zettel weggemacht, dass er nicht erreichbar ist. Aber jetzt ist er wieder da und wir haben nichts Besseres zu tun, als mit ihm zu reden. Dann werden wir das doch mal tun. Das Geschäft ist geöffnet? Sind die Studien über das Buch beendet? Ach, Prinz, ihr habt mit Verlaub immer noch Stroh im Kopf. In so kurzer Zeit kann man ein solches Werk nur oberflächlich durchblättern. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Es hat sich herausgestellt, dass es kein magisches Buch ist. Es handelt sich vielmehr um jahrhundertealte Aufzeichnungen eines Pilgers. Um eine detaillierte Beschreibung von Pflanzen, ausgestorbenen Tieren und rätselhaften Orten. Vielleicht Drachen. Eine faszinierende Lektüre. Fast wie ein Lexikon. Könnt ihr mir mehr daraus zeigen? Zum Beispiel die Tierbeschreibungen, die würden mich interessieren. Ja. Wozu braucht ihr das? Ihr beginnt doch nicht etwa mit Bildung. Aber sicher doch. Genau das. Ich will gesetzt und seriös werden. Mich weiterbilden. Nicht mehr den Mädchen nachjagen und mich nur noch ernsthaften und gehobenen Angelegenheiten widmen. Zum Beispiel der Wissenschaft. Ich bin verblüfft und gerührt. Wenn es so ist, kann ich euch nichts abschlagen. Warte einen Augenblick. Es tut mir leid. Bildung? Ach Gott. Yay. Ja, jetzt können wir mal anfangen mit unserer Bildung. Alles über Drachen, Schlangen und Echsen. Ja, können wir dann vielleicht gucken, sie was das ist. Fast so groß wie ein Ahornblatt. Oh. Achtlich. Können wir dann versuchen, das jetzt mal zu kombinieren? Eine der Beschreibungen passt wie die Faust aufs Auge. Die Schuppe ist von einem Drachen. Ach. Das hätte ich bei einer Drachenschuppe nicht gedacht, aber okay. Können wir denn noch was? Achso. Lasst euch nicht stören, ich will mich nur umschauen. Das waren nur die ganz alten. Wo ist mein Mauszeiger? Okay, komisch, mein Mauszeiger ist. Ja, bloß nichts. Achso. Er war ja noch. Er war noch dabei. Gut, dann haben wir das doch gemacht. Ja, ich habe auch ein bisschen Forschung betrieben, muss ich sagen. Und hab mal off-camera mal versucht, ein bisschen zu spielen, damit das alles mal ein bisschen flüssiger läuft. Und zwar bin ich doch die ganze Zeit rumgegangen, hab überlegt, wozu gehört denn dieser Hausschuh? Und dann ist mir aufgefallen, wir können den dem dicken Händler geben, weil er ja alles ankäuft. Nimm das! Ich war immer davon überzeugt, dass man auch in so einem Nest kluge Menschen finden kann. K-L-O-K. Menschen, die wissen, dass man den Armen nehmen und den Reichen geben sollte. Es freut mich, dass ihr unser Zeichen kennt, Prinz. Ausgezeichnete Wahl. Es gibt wohl nichts Symbolischeres als das Berauben eines Bettlers. Okay. Aber das reicht noch nicht aus, wenn ihr der Gilde beitreten wollt. Vielleicht ein zweiter Hausschuh? Der Gilde? Ihr beraubt Arme und gebt den Reichen? Man sollte den Armen geben und den Reichen nehmen. Vielleicht der zweite Hausschuh? Immer ein Witzchen auf den Lippen. Ja. Ihr seid unerschöpflich, Prinz. Aber unser Geheimverein, unsere herrliche Gilde, ist eine ernsthafte Sache. Mit dem Zeichen habt ihr bewiesen, Prinz, dass euch unsere Ideen nicht fremd sind. Yeah. Nun müsst ihr lediglich noch eine Mitgift einbringen, wie wir das nennen, um einer von uns zu werden. Etwas tatsächlich Wertvolles? Aber was? Ich habe nichts wirklich Wertvolles. Der Schlappen reicht nicht aus.
gibt es eine Ermäßigung für Aristokraten. Okay, ja, ich meine, der Schlappen war ja, sah ja schon gut aus, oder? Hat er sogar einen Sticken? Der Schlappen reicht nicht aus. Aber Prinz, es muss schon eine wirklich bedeutende Sache sein. Einmal bekamen wir ein magisches Safe-Schloss aus mit Brillanten besetztem Weißgold. Ein andermal einen Kristall, der Steuerfahnder mit dem Zauber Hämorrhoidius Maximus verhexte. Offen gesagt, es gibt da einen Gegenstand, den alle begehren. Vielleicht habt ihr davon gehört. Es ist ein mit Diamanten besetzter Schlagring aus Titan. Er gehörte einem berühmten Kriegshelden, der vor langer Zeit in einer Schlacht nahe der Stadt fiel. Er wurde samt seinem Vermögen in einem Grabhügel bestattet. Niemandem ist es je gelungen, in den Grabhügel einzudringen. Oder wieder herauszukommen. Dieser Grabhügel wird Tag und Nacht von Geistern der getöteten Ritter bewacht. Nein. Ich habe da etwas aufgeschnappt. Ich will sehen, was sich machen lässt. Ja. Da, da, da. Grabhügel. Ja, Hämorrhoidius Maximus. Hat mich leicht an das Leben des Brian erinnert, muss ich sagen. Schwanzos Longus. Ach ja, herrlicher Film. Sollte man sich mal angeguckt haben. Gut, gehen wir doch mal zu dem Grabhügel. Und gucken mal, ob wir die bösen Geister nicht vertreiben können mit unserem Riesendolch. Okay. Ein sanfter Abhang. Man sieht den Weg zum Städtchen. Okay, ist aber ein langer Weg gewesen. So, hier sind ein paar Tote. Nothing special. Und ein Eingang. Noch ein Geist. Nein, nein, renn! Okay, geh wieder rein. So, okay. Hier können wir vielleicht mit unserem Dolch das benutzen zum Eingang. Los, töte sie! Los, greif an! Ah, du Trottel, du sollst angreifen. Nein, geht zu dem Grabhügel. Vielleicht können wir die ja verzaubern. Mit der Buchseite. Los! Galador, trau dich! Tu was! Tu was! Nein, immer noch nicht. Versuchen wir es doch noch einmal. Haben wir denn nicht noch irgendwas? Talisman des Nekromanten. Das klingt doch so, als könnte man ihn... Komm schon! Los! Tu doch was! Könnte man denn vielleicht die mit dem Axtstiel vermöbeln oder so? So mal eins auf die Glocke hauen. Komm schon, Galador, tu's! Galador, los! Mach's doch! Könnten wir vielleicht mit der Buchseite ein Dolch, habe ich mitgerichtet? Ha, genau. Man kann ja mit dem Dickmachtzauber ein Schwert herbeizaubern. Eingang. Los, 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 los. Greif sie an. Töte sie. Tu's. Okay. Oh, da ist sie wieder klein. Oh, schade, dass der Zauber nur so kurz ist, ja. Geh einfach runter und vermöbel sie so. Ah, ich kann mich noch bewegen. Oh Gott. Hä? Das war nur eine Illusion. Okay. Ich bin aus Versehen irgendwo hingekommen, weil ich das abbrechen wollte. Und... ja, war nur eine Illusion. Schön. Oh. Sesam, öffne dich. Gehen wir mal rein. Guck mal das doch. Verdammt. So, jetzt sind wir gefangen, denke ich mal. Wir können Ausgang.
Warum fällt alles schwer, bis auf die Liebe? Ja, genau, die ist gar nicht schwer. So, wir haben hier ein riesiges Skelett. Ah, da ist der Schlagring. Sehr nützlich. Sehr nützlich und schön. Nehmen wir den mit. Verdammt. Er ist wohl mit seinem Eigentümer zusammengewachsen. Riesiges Skelett. Oh Gott, als der Ritter noch lebte, konnte er sicher mit einem einzigen freundlichen Klaps einen Troll töten. Das Schwert wiegt sicher mehr als ich. Oder vielleicht hätte er High Fives mit dem machen können. Merkwürdiges Wappen. Ein dreiköpfiger Drachen? Oder eine Hydra, die den Fortbestand der Sippe symbolisieren soll? Okay. Ein dreiköpfiger Affe? Was soll ich denn damit? Okay, er will das nicht mitnehmen. Da ist noch der Hebel, den habe ich gerade eben noch erkannt. Ich wette, dass das eine Falle ist. Ah, no risk, no fun. Was soll ich denn? Ah. Ah, nein. Komm schon, Hebel. Ziehen. Nein. Okay. Eingeklemmt. Ja, wir kommen jetzt nicht mehr raus. Oh, bitte, großes Skelett. Ich verspreche das. Ich schwöre bei meiner Ehre, dass... Ich gelobe feierlich das Prinzenehrenwort, das. Ja, ich schwöre bei meiner Ehre. Klingt so. Ich schwöre bei meiner Ehre, dass ich deine heilige Mission fortsetze. Ich immer sehr brav war und du mein Ideal eines Kriegers bist. Das sind keine Punkte mehr. Ich gute Absichten habe. Ja, deine heilige Mission. Ich deine heilige Mission fortsetze. Dass ich deine Waffe dazu benutzen werde. Wir wollen ja den Schlagring haben und dass ich einfach etwas dazu benötige. Das klingt auch dumm. Und dass ich deine Waffe nur dazu benutze. Das klingt auch doof. Und dass deine wertvolle Waffe dazu benutzt wird. Und dass deine wertvolle Waffe dazu benutzt wird? Die Gunst bestimmter Integranten zu gewinnen. Das Böse zu vernichten. Ja, das klingt doch schon sehr gut. Meine Seele zu befreien. Frieden im Land zu fördern. Den Frieden im Land zu fördern. Okay, das hat nichts gebracht. Ja, das ist wie dieses Sonderhaar. Also, ich denke mal, dass hier klingt schon sehr gut. Ich schwöre bei meiner Ehre, eine heilige Mission. Ich deine heilige Mission fortsetze. Und gesagt, deine Waffe dazu benutzen werde. Und dass ich deine Waffe dazu benutzen werde? So. Das Böse zu vernichten. Ding, ding, ding. Ja. Dankeschön. Ja, ich muss zugeben, das hatte ich letztes Mal auch schon gemacht. Bei meiner kleinen Aufnahme. Beziehungsweise das, was ich nicht aufgenommen habe. Weil sonst wäre ich hier ewig rumgeeiert. Ich habe ja lange gebraucht dafür und naja. Hebel. Wusste ich's doch. Aber das Ganze ist schon eine Weile her, deswegen überlege ich manchmal noch. So, jetzt haben wir das nächste. Gehen wir wieder den sanften Abhang hoch. Ab in das Städtchen. Ah, das ist ja nicht das Städtchen. Da müssen wir, oh Gott, wieder raus. Und zum Städtchen. Es sieht halt so zum Verwechseln ähnlich. Dum, 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 dum. So, können wir es denen dann geben? Die Gilde. Eine interessante Idee, aber ich benutze den Schlagring lieber für meine eigenen Zwecke. Ach so. Ja gut, dann können wir es vielleicht benutzen, um irgendjemanden aufs Maul zu hauen. Zum Beispiel die Bibier. Beim besten Willen nicht. Okay, dann halt nicht. Gut, dann... Gehen wir jetzt mal rum und fragen unsere Leute mal nach dem Drachen. Benutzen wir das mal mit Arivald. Vielleicht kann er uns mehr dazu sagen. Beim besten Willen nicht. Okay, vielleicht ein Zwerg. Beim besten... Okay, Mönch. Hätte mir was zu sagen. Beim besten Willen nicht. Okay. Ich hatte schon eine andere Idee. Und zwar hat er ja auch gesagt, dass ich einem Pilgerer, der die ganze Zeit rumgereist ist, die mal zeigen sollte.
Und ich gehe mal davon aus, der Einsiedler ist der Einzige, der ein bisschen rumgekommen ist. Die Hirschkuh, können wir die mitnehmen? Was soll ich? Okay, immer noch nicht. Das macht die Sache jetzt noch schwerer. Aber versuchen wir es doch einfach mal. Sie den zeigen. Ich habe eine Bitte an dich in deiner Eigenschaft als Seher. Und weil das ich muss ein bestimmtes Objekt finden. Verschollene Ehefrauen, Kinder, Katzen und Hunde sind meine Spezialität. Fast. Die Ersteren wollen normalerweise lieber nicht gefunden werden. Nun ja, meine Bescheidenheit lässt mich über meine Erfolgsquote schweigen. Es geht um einen bestimmten Drachen. Und das ist seine Schuppe. Es steht außer Zweifel, dass dies eine Drachenschuppe ist. Eine Drachenschuppe? Du scherzt wohl. Drachen gibt's nicht. Obwohl ich letztens von einem träumte. Am Morgen verwandelte er sich dann in Prinzessin Sheila. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Dann versuche dich zu konzentrieren und sage mir, wo dieser Drachen ist. Es ist eine Frage von Leben oder Tod. Konzentrieren. Ich spüre die Macht in dir. Los. Lalala. Drachenhöhle. Oh, und was ist das? Ein kleines... Dankeschön. Gut, guter Mann. Sie haben mir auf der Reise sehr geholfen. Sterben Sie. Beim Besten. Können wir ihn vielleicht verkloppen mit dem Ring? Beim besten Willen nicht. Schade, er ist doch eine zu gute Person. So, dann gehen wir doch erstmal wahrscheinlich wieder dran vorbeilaufen. Gehen wir zum Grabhügel. Also in die Richtung. Vielleicht erkennen wir dann die Hütchen. Das Hütchen. Das Kleine. Oh, ich sehe dort in der Ferne eine alte Mühle. Eine alte Mühle. Schön. Super. Gehen wir mal rein. Oh, oh. Wie idyllisch. Oh. Oh, breiter und gut festgetretener. Hier doch. Holpriger Weg. Warum sagst du das so komisch? Eine Brücke. Eine Anlegestelle für alle möglichen Boote. Ein Frosch. Ah, oh, wie süß. Ach, sieht das herrlich aus. Hier würde ich gerne wohnen. Mit dem Schwein können wir nicht reden. Ein Hebelkran. Leider ist er außer Betrieb und das Seil hat jemand abgeschnitten. Hoffentlich hat das nichts mit dem bankrotten Müller zu tun. Oh, dass er sich da vielleicht... Ja, das wäre natürlich nicht so schön. So leer wie Arivals Bierkrug nach anderthalb Minuten. Ja, das ist... wahr. So, dann haben wir noch die Mühle. Sieht sehr verlassen aus, hatte ich auch schon gesagt. Wenn ich nur lange und intensiv genug hinsehe, bringe ich es vielleicht in Bewegung. Nutze die Macht, Galador, nutze die Macht. Ist das hier eine neue Mode oder klopfen hier alle so stark an die Tür? Ja, von innen, ja. Klar. So, hier haben wir ein paar Säcke. Komisch, die Mühle ist verlassen, obwohl die Säcke voller Mehl sind. Ja, und draußen steht noch ein Schwein, also... Was soll ich denn damit? Können wir die vielleicht aufschneiden? Vielleicht ist ja was drin. Irgend so ein Drogendealer sein Zeug zu lassen. Beim besten Willen nicht. Okay, gut. War ja auch nur ein Vorschlag. Gut, hier haben wir noch die Säcke, das Mehl, eine Handmühle. Und eine Spalte. Es ist voller Maden. Oh, nee. Will jemand ein Stück Fladen? Igitt. Der Zahn der Zeit hat ein bisschen dran genagt. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ist gut. So, dann gucken wir nochmal in die Spalte rein. Entschuldigung. Ein interessantes Loch, aber man muss aufpassen, dass man nicht hineinfällt. Oh, auch ein Mäuschen. Ratte. Rattus major oder vielleicht Rattus minor? Egal. Sie ist sowieso nur ein kleines, widerliches Vieh voller Geschwüre und Pestbazillen. Könnte man ja mal was draus zu essen machen. So leer wie der Kopf von Sheila. Böse, böse. So, dann haben wir hier eine Ratte.
Schön zu wissen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal straight to the Drachenhöhle. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Was war das? Oh Gott, ich habe Angst. Aber, oh Gott, ich gehe wieder raus. Weil die Drachenhöhle nehmen wir uns beim nächsten Teil vor. Wenn es wieder heißt, Galador, ich bin ein Prinz. Holt mich hier raus. Gut. Schaltet doch auch nächstes Mal wieder ein. Euer Flix.